So, und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Nonbytes Fotos. Ich bin Dominik. Es ist Zeit für Lumina AI. So, wir starten auch direkt. Das Foto, das ich bearbeiten möchte, habe ich wie immer vorab geöffnet. Das erste, was wir jetzt machen, das wir erst einmal uns den Enhancer nehmen und schauen, was der Enhancer hier zaubern könnte. Ja, doch, doch. Er hat da schon ganz gute Arbeit geleistet. Da können wir aber noch mehr rausholen. Das Ganze lassen wir auf 20. Dann den Bildaufbau brauchen wir heute nicht. Der passt soweit ganz gut, finde ich. Wobei, ich sehe gerade hier oben den Bereich. Da können wir vielleicht noch ein bisschen zuschneiden, würde ich sagen. Wobei, wir gucken erstmal, was die AI hier zaubert. Okay. Das gefällt mir jetzt nicht, der Vorschlag, deswegen werde ich das Ganze jetzt mal selber anpassen. So. Den Teil wollte ich jetzt etwas knapper beschneiden. Und dann speichern wir das Ganze. Und dann passt das doch schon besser, finde ich. So, wegradieren muss ich jetzt in dem Fall eigentlich nichts. Das passt soweit. Dann können wir jetzt in die Details erstmal nachschärfen, beziehungsweise überhaupt schärfen. Die großen Details auf 33 stellen, die mittleren auf 13 und die kleinen auf 11, beziehungsweise die kleinen passen wir nochmal etwas genauer an, und zwar auf 5. Und dann gucken wir schon mal vorher, nachher. Ja, doch. Das passt doch schon ziemlich gut. Ich würde das Ganze jetzt noch mal dorthin ziehen. So. Dann die Struktur nehmen wir jetzt auch noch mal mit. Nehmen wir jetzt auch mit rein. Und die drehe ich jetzt erstmal auf 100 und gehe jetzt hier in die Maske und gehe auf den Radierer und den Bereich, den ich jetzt nicht maskiert habe, der jetzt nicht Struktur haben soll, den radiere ich jetzt einfach weg. Das Spiel kennt ihr bereits. Ich blende mir dazu hier die Maske dauerhaft ein, damit ich sehe, was ich hier überhaupt mache. So, dann mache ich das jetzt mal eben kurz schnell, radiere das weg. So. Gut, also ich mache das hier mal eben schnell und ordentlich. Und wenn ich fertig bin, geht's dann gleich weiter. Also, bis gleich. So. Jetzt ist das Ganze fertig. Und jetzt können wir dann die Struktur, also die Menge der Struktur, nochmal anpassen. Die ist mit 50% etwas niedrig, finde ich. Deswegen drehen wir die jetzt nochmal hoch auf 35. Können das Ganze auch noch mal mit 5% verstärken. Und dann zeige ich noch mal vorher, nachher. Da haben wir doch ordentlich noch was rausgeholt. Das ist gut. Also sieht gut aus. Und ja, die Details haben wir ja vorhin schon gemacht. Wir haben die Strukturen jetzt angepasst.
Die Belichtung können wir noch mal etwas nach oben ziehen. Den intelligenten Kontrast können wir, ja, können wir noch ein bisschen mit einbeziehen auf 26. Dann können wir die Schatten noch mal kurz aufhellen. Kleines bisschen auf 11. Die Lichter nehmen wir ein bisschen runter. Ansonsten können wir jetzt die Belichtung auch so lassen. So, dann gehen wir mal runter und wenden hier wieder eine Vignettierung an. Wobei, die passt ja schon ganz gut. Dann können wir auch hier das Ganze wieder leicht abdunkeln. Können die Größe noch mal ein bisschen anpassen. Dazu muss ich noch mal kurz auf weiß stellen. So, dann haben wir das jetzt auch. So, dann haben wir die Vignettierung auch fertig. Fast. Ich habe jetzt den inneren Bereich noch vergessen. Den möchte ich mit 5% noch mal etwas aufhellen. Und dann vorher, nachher. Wobei, wir können hier die Helligkeit auch noch mal etwas mehr anpassen. So auf 12. Dafür die Vignettierung noch ein bisschen stärker mit einbeziehen. So. Dann haben wir das nämlich auch schon durch. Dann würde ich jetzt gerne noch ein sanftes Leuchten einbinden. Hier steht jetzt zwar jetzt als sanfter Fokus, aber kommt ja aufs Gleiche raus. Wobei, ich glaube, das ist schon. Nee, das ist zu stark, ne? Das ist zu stark. Okay, gut. Dann doch kein Leuchten. Filmkorn? Na, brauchen wir nicht. So, dann machen wir das mal so. Ja, passt. Passt, passt, passt. So, dann gehen wir wieder auf die LUTs und ich nehme jetzt auch hier wieder einen. Oh, habe ich gerade den falschen Dings erwischt. Einen benutzerdefinierten. Und zwar werde ich jetzt hier den Analog Look 1 nehmen. Dann warten wir kurz. Zack, er ist eingebunden. Ich drehe kurz hoch. Ja, den machen wir mal auf 21. Nehmen den Kontrast nochmal ordentlich mit rein. Aber wir nehmen die Sättigung davon ein bisschen raus. Ja, ein bisschen raus, ein bisschen raus. So, auf minus 34. Und dann, ja, sind wir damit tatsächlich auch schon wieder durch. Das war's, das Video ist vorbei. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.